neues und hoffentlich gesundes Jahr 2024 und wir läuten die Heimspielsaison der Krefeld-Pinguine heute mit dem kleinen Derby ein. Die Krefeld-Pinguine empfangen EC Bad Nauheim. Hi und hallo, liebe Eishockey-Freunde. Drückt. Und da kam die Scheibe etwas gefährlicher. Möglicher Fehler von den Krefeldern und das nutzt Bad Nauheim. Eiskalt aus, Max Gerlach zum 0:1. Und da kann es so schnell gehen. Hier sieht man das Turnover von Ehrhoff. Und dann spielt es klasse aus. Was für eine Ruhe hatte da Jerry Pollastrow noch irgendwie im Fallen so halb. Kriegt er den Pass auf Max Gerlach. Und er netzt ein zum 0:1 für die Gäste aus Bad Nauheim. Dann arbeitet Riefers gut mit und Kunekat an der Scheibe. Sieht Maxi Adam. Adam trifft da den Fuß, glaube ich, von Christopher Fischer. Erik Gotz einmal komplett rum und Adam hält die Scheibe drin. Schuss kommt, leicht abgefälscht und knapp neben das Tor. Nächster Schuss. Alles gut, sagen die Schiedsrichter 3:1. Und die nächste Möglichkeit. Und das nächste Tor für Bad Nauheim. Nauheim eiskalt. Hier sieht man es nochmal. Da kriegt er den Check von hinten, aber alles fair. Und dann 3:1 und dann machen sie das eiskalt. Wahnsinnseffektivität. Fabian Herrmann spielt darüber auf Weiß und nicht zu halten für Felix Beek. Und Daniel Weiß leitet es ja durch diesen leichten Check noch indirekt selber mit ein, sein eigenes Tor. Nauheim einfach verdammt effektiv und spielen das gut aus. Das war die erste längere Phase und dann Tor! Ist da diese Scheibe im Tor. Fischer, kurzer Pfosten und das nächste Tor, 0:3. Na, Krefeld nicht bei Fischer und dann schießt er auf Tor, ein bisschen überrascht. Ja, Kunekat und Trinkberger, ja, spielen so ein bisschen Kunstlaufen da nebeneinander. Also keiner mit wirklichem Drang nach hinten zu laufen. Und dann schießt er einfach mal drauf. Ja, und dann ist Big unten. Ja, jetzt arbeitet Krefeld etwas mehr nach vorne gerade. Nachher mit Schwierigkeiten, sich zu befreien. Dennis Miller. Miller, guter Move und die Möglichkeit. Und was ein Save. Was ein Save, aber auch was ein Move vor dem Tor. Von Kunekat. Aber da war von Nauheim ebenfalls verdammt effektiv. Jetzt 3:2 Möglichkeit. Kaufmann, guter Pass vor das Tor. Und dann Kevin Schmidt. Kann die Scheibe nicht entscheidend abfälschen. Nächste Möglichkeit. Was ein Move und das Tor. Lukas Lessio. Das ist der perfekte Zeitpunkt für den Anschlusstreffer von Lukas Lessio mit dem Solo. Ja, wenn es halt nicht im Kollektiv klappt, dann machst du es mit einer Einzelaktion. Hier sieht man es, setzt sich schön durch. Nicht beim Mann. Oh, klasse, auch noch durch die Beine. Da von Leo Hafenrichter. Genau, der guckt nur auf die Scheibe. Müsste eigentlich den Mann spielen. Und das ist Lessio dann mit seiner Klasse. Ah, verdeckter Schuss. Und noch abgefälscht über das Tor drüber. Dann liegt die Scheibe hinten auf dem Netz. Und viel Platz für Max Gerlach. Gerlach! Aber stell dir nur mal vor, was wäre, wenn Krefeld jetzt durch Kunekat zurück ins Spiel kommen würde. Was für ein spannendes Spiel wir noch kriegen würden. Möglichkeit! Ist ja auch noch immer auf dem Eis. Erik Gotz, Alex Weiß. Gute Zusammenspiel, Scheibe läuft flüssig. Und die Schüsse kommen, aber gehen nicht ins Tor. Alex Weiß, weiterhin. Alles richtig. Gute Cut gelegt. Nächste Möglichkeit, wo ist die Scheibe frei? Und dann ist das Spiel. Kann man aus meiner Sicht nach früh unterbrochen, ja, dann gibt es die Strafen. Jetzt irgendwie. Oder Nauheim mit dem Empty-Net-Treffer. Nauheim, Tim Kaufmann. Zu 4:1. Das war's. Ende aus. Vorbei.
Bad Nauheim entführt 3 Punkte in diesem 6-Punkte-Spiel. Aus der Samt- und Seidenstadt, aus Krefeld. Da machen sie es nochmal spannend und Tim Kaufmann, da sagt er Dankeschön und nimmt natürlich diesen Punkt noch mit und das Tor.